Hallo Yogis, herzlich willkommen zu Loni Yoga, zu unserem heutigen Video. Bevor wir anfangen mit unserer Sequenz zum Thema Satya, das so viel bedeutet wie Wahrhaftigkeit, Fokus aufs Wesentliche, konzentrieren wir uns auf das Mudra, das wir hier verwenden. Mudras sind Handhaltungen, die wir im Yoga unterstützend verwenden. Und das heutige Mudra nennt sich Kali Mudra, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, sieht so ein bisschen aus wie eine Pistole. Wir verschränken also alle Finger bis auf Zeigefinger und Daumen. Haben damit ein ganz kraftvolles Mudra heute von der Göttin Kali, eine sehr respektierte Gottheit, eine sehr starke Gottheit, um unsere Wahrheit zu sprechen, um uns zu bestärken für das Wesentliche, um Ehrlichkeit zu üben, zu manifestieren, damit wir es dann auch außerhalb der Yoga-Praxis anwenden können. Ich wünsche euch viel Spaß. Namaste, willkommen zu unserer Satya-Sequenz mit dem Fokus auf den Bauch, die Bauchmuskulatur und die Po-Muskulatur. Kraftvolle, kurze Sequenz. Wir brauchen eine Decke, wer möchte, für den Kopf oder ein Kissen. Wir legen uns erstmal kurz in die Rückenlage ab, machen es uns hier für einen kleinen Moment bequem. Nutzen diesen ganz kurzen Anfangsmoment, erstmal hier anzukommen. Mit den Händen auf der Bauchdecke schließen wir die Augen. Spüren die Füße auf der Matte, spüren die Rückseite des Körpers und spüren dann mit den Händen mal den Atem. Vielleicht könnt ihr die kleine Bewegung in den Fingern, in den Handflächen wahrnehmen, die die Bauchdecke macht. Und dann ganz allmählich den Atem eigenständig ein Stück weit vertiefen und in die Hände schicken. Das heißt, mit jeder Einatmung schafft ihr ein bisschen Platz. Mit jeder Ausatmung löst ihr Richtung Mitte auf. Und dann wandern wir mit den Füßen ein bisschen näher zum Gesäß und bringen die Hände auf die Oberschenkel. Atmen hier nochmal ein. Und mit der Ausatmung drücken wir ganz fest und ganz bewusst in die Oberschenkel, sodass die Bauchdecke nach innen zieht und der untere Rücken in die Matte drückt. Wir lösen mit der Einatmung. Mit der Ausatmung drücken wir wieder gegen die Oberschenkel. Vielleicht könnt ihr noch ein paar Prozent mehr Kraft investieren. Und wir lösen. Dritte Runde. Ausatmen, presst gegen die Oberschenkel. Zieht den Bauch nach innen. Unterrücken zieht nach unten. Einatmen, lösen. Noch zweimal. Schaut, ob ihr noch mehr Power hier reinbringen könnt. Richtig die Mitte aufwärmen, die Bauchmuskulatur erstmal verorten. Lösen. Und letzte Runde. Presst in die Oberschenkel so stark, wie ihr jetzt könnt. Und löst mit der Einatmung. Sehr schön, nimmt meinen Atemzug hier. Ich bringe jetzt meine Unterlage zur Seite. Nehme die Hände nach oben und komme in Kali Mudra. Das heißt, Daumen und Zeigefinger treffen sich. Und dann ziehen wir die Hände hinter den Kopf, heben die Hüfte an in die Brücke. Kopf bleibt ganz gerade, vielleicht hebt ihr die Zehen, dass ihr wirklich mehr auf den Fersen das Gewicht habt. Und mit der Ausatmung kommt alles wieder nach unten, die Pistole zeigt nach vorne. Einatmen, wir heben die Hüfte, Arme ziehen nach hinten. Ausatmen, bringt Kali Mudra nach unten, senkt die Hüfte ab. Nochmal einatmen, anheben. Ausatmen, abrollen. Geht mit eurem Atem. Und jetzt hebt die Hüfte an, bleibt für einen Moment hier. Atmet hier aus, zieht euch in die Länge, ganz kraftvolle, offene Position hier. Spürt die Rückseite des Körpers arbeiten, die Mitte aktiv. Und dann bringen wir die Hände wieder nach oben, allerdings die Hüfte nicht, nach unten. Und versuchen mal das linke Knie und dann das rechte so ein bisschen nach außen ziehen zu lassen. Wenn ihr eine Pause braucht, nehmt ihr euch eine Pause. Ansonsten versucht hier nochmal links und dann nochmal rechts mit gehobener Hüfte zur Seite zu fallen zu lassen. Irgendwann wird es anstrengend. Nach der dritten Runde spätestens merkt ihr wahrscheinlich eure Po-Muskulatur schon arbeiten. Jetzt öffnen wir die Hände und bringen die Hände neben uns, schieben uns noch ein bisschen höher und versuchen das linke Knie noch mal ein Stück weiter nach links und das rechte Knie noch ein Stück weiter nach rechts fallen zu lassen. Und eine letzte Runde hier, dann habt ihr es geschafft. Linkes Knie nach außen, Mitte, rechtes Knie nach außen und zur Mitte. Sehr schön. Und dann rollt euch langsam auf der Matte ab.
Zieht die Knie zur Brust, kurz mal die Rückseite öffnen, kleiner Moment Atem finden. Gut. Streckt die Beine Richtung Decke aus, haltet euch hinter den Oberschenkeln fest und macht erstmal die Beinrückseiten ganz lang für einen kleinen Moment, so ein kleiner Stretch für die rückseitige Oberschenkelmuskulatur. Dann lösen wir die Hände Richtung Decke und ziehen die Hände weg von den Beinen. Vielleicht könnt ihr die Beine so ein bisschen gestreckt halten. Schaut mal, wie weit ihr hier kommt, ohne dass der untere Rücken euch stört. Und dann macht euch nochmal ganz klein, zieht die Nase zu den Knien und streckt euch wieder mit der Einatmung. Ausatmen, kleines Paket. Einatmen, strecken. Geht nur so weit, wie der untere Rücken sich nicht beschwert. Ausatmen, einatmen. Machen ungefähr 7 Wiederholungen, also noch so circa 3. Ein, aus, ein, aus. Gut. Vielleicht könnt ihr jetzt hier halten. Vielleicht könnt ihr sogar noch die Arme ein Stück weiter von den Füßen wegziehen. Zieht den Bauch fest, fest, fest nach innen und dann lösen. Einmal hier atmen, nochmal Kali Mudra über dem Kopf. Zieht euch nochmal kraftvoll in die Länge und dann löst auf hier. Atme kurz mal in den Moment Weichheit, Entspannung. Und wir stellen die Füße wieder auf der Matte auf. Die Hände neben die Hüfte. Wir kommen noch einmal in die Bridge Pose. Nehmen aber erstmal ein, zwei Atemzüge hier. Spüren erstmal die Wirbelsäule nochmal. Und dann beginnt die Bewegung mit dem Steißbein nach oben. Kopf bleibt wieder in einer Linie. Wir ziehen dieses Mal das linke Knie nach oben und strecken von hier aus den linken Fuß Richtung Decke. Machen uns lang in Richtung Decke und dann das lange Bein ziehen wir Richtung Matte. Streckt das Bein, einatmen. Zieht das Knie wieder zu euch. Streckt das Knie wieder und lasst das lange Bein zur Matte kommen. Richtung Matte. Einatmen, strecken. Ausatmen, beugen. Einatmen, strecken und noch einmal lang Richtung Matte. Strecken. Beugen. Absetzen. Kurzer Atemzug hier. Spürt nochmal die Rückseite. Und dann wechseln wir die Seite. Wir rollen erstmal wieder vom Steißbein in die Brücke. Rechtes Knie Richtung Brust. Streckt das rechte Bein Richtung Decke aus. Langes Bein zieht Richtung Matte. Ausatmen. Einatmen, schwingt das Bein nach oben. Beugt das Knie aus. Einatmen, strecken. Die Hüfte bleibt gehoben. Ausatmen, langes Bein Richtung Matte. Einatmen, strecken. Ausatmen, beugen. Einatmen, verlängern. Ausatmen, Bein Richtung Matte. Einatmen, ausatmen, einatmen, noch einmal aus, ein, beugen, absetzen, rollt euch ab, okay. Atemzug hier, spürt mal kurz nochmal die Wirbelsäule, die natürliche Form der Wirbelsäule auf der Matte. Und dann könnt ihr, wenn ihr möchtet, langsam beginnen, die Knie wieder zur Brust zu ziehen. Bisschen Öffnung für die Rückseite. Streckt die Beine dann ein bisschen weiter, rollt euch auf zum Sitzen oder kommt über die Seite. Und wir nehmen die Arme nach vorne und dann verschränken wir die Ellbogen und halten uns an den Schultern fest. Optional könnt ihr die Hände auf der Matte halten. Vielleicht schafft ihr es, einen Fuß auszustrecken, das heißt ein Bein lang, linkes in meinem Fall. Zehen auf die Matte, rechtes Bein streckt aus, spürt, wie der Bauch arbeiten muss. Hier haltet euch so aufrecht, wie es geht. Setzt das rechte Bein ab. Haltet euch an den Knien fest, zieht euch nach oben, einatmen, ausatmen, wir fallen über unsere Knie, kurz mal ganz rund werden. Gut. Von hier aus rollen wir uns auf alle Viere, wir kommen auf die Knie, auf die Hände, geben uns im Moment ein bisschen Platz. Erste Bewegung ganz frei, vielleicht macht ihr eine Katze-Kuh-Bewegung, öffnet mal die Brust nach vorne, lasst den Bauch fallen und rundet dann im Katzenbuckel nach hinten. Gerne auch so eine Seite-zu-Seite, eine rollende Bewegung. Schaut mal, was ihr heute braucht, was sich heute richtig und gut anfühlt für eure Wirbelsäule. Und atmet hier noch einmal in die Bewegung, bevor ihr euch wieder in die neutrale Position begebt.
Mit der nächsten Einatmung ziehen wir das rechte Knie nach vorne, dabei bleiben die Zehen auf der Matte. Dann strecken wir das rechte Bein nach hinten, Zehen auf der Matte. Drückt euch nach oben, sodass das linke Knie hebt. Rollt euch mal nach rechts, mal nach links. Knie wieder zur Mitte und jetzt strecken wir mal das rechte Bein hinter uns lang aus. Einatmen hier in die Länge. Ausatmen, rechtes Knie Richtung Nase. Rechtes Bein ausstrecken, ein. Linkes Knie absetzen, rechte Zehen wieder lang auf der Matte. Wir kommen an, wo wir angefangen haben. Das rechte Bein zieht jetzt nach außen. Dann öffnen wir den rechten Arm, twisten uns auf. Öffnen hier mal und ausatmen, rechte Hand auf die Matte. Rechtes Bein gleitet jetzt über Kreuz nach hinten. Linker Arm öffnet. Ausatmen, linke Hand auf die Matte, rechtes Bein hinter euch. Setzt das Knie ab und zieht es dann noch einmal Richtung Nase. Knie ganz absetzen hier. Einmal atmen, einmal Bewegung finden, wer möchte. Runden und öffnen. Und wir gehen weiter hier, dieses Mal mit dem linken Knie Richtung Nase, Zehen auf der Matte, wenn es geht. Und dann lasst den linken Fuß ausgleiten, streckt das linke Bein, hebt die Hüfte an, sodass ihr auf den rechten Zehen balanciert, nach rechts, nach links, hebt das linke Bein an, einbeiniger Hund oder dreibeiniger Hund. Und von hier aus wieder absetzen, rechtes Knie auf die Matte, linkes Bein nach links. Öffnet euch in den Twist, atmet ein, schafft Platz, ausatmen, Hand absetzen, lasst das Bein über die Mitte nach rechts gleiten, kreuzt, öffnet den rechten Arm, einatmen und ausatmen, beide Hände auf die Matte, Knie wieder zur Mitte zurück. Setzt euch ab auf den Fersen, nehmt einen Atemzug hier. Kali Mudra mit den Händen, wir heben die Hüfte und kommen in den Kniestand. Jetzt beginnen wir mit so einer kleinen Rückbeuge nach hinten. Haltet dabei den Blick möglichst gerade, lasst also den Kopf nicht komplett in den Nacken fallen. Lehnt euch leicht nach hinten. Und mit der Ausatmung ziehen wir Kali Mudra nach vorne und das Kinn Richtung Brust. Einatmen, heben, Rückbeuge. Ausatmen, absetzen. Ihr seht schon, die Oberschenkel arbeiten hier. Einatmen, öffnet euch. Nutzt die Bewegung, nutzt euer Mudra hier, um eure Intention zu manifestieren. Kraftvolle Bewegung. Bewegung mit Intention. Wir bringen die Hände zurück auf die Matte. Öffne noch einmal die Brust und dann mit der Ausatmung schieben wir uns zurück in den nach unten schauenden Hund. Gehen hier in eine dynamische Sequenz und rollen uns langsam mit der nächsten Einatmung nach vorne. Hüfte fast auf die Matte, bitte nicht ablegen und ausatmen, wieder nach hinten schieben. Wenn ihr nicht so weit gehen wollt, macht ihr eine kleinere Bewegung. Ihr rollt euch in der Welle nach unten und schiebt mit der Hüfte leitend wieder nach oben. Einatmen, Brust öffnen, Hüfte sinken, starke Arme, ausatmen nach hinten. Noch zwei ungefähr, einatmen. Ausatmen, ihr hebt euch aus der Mitte raus, ihr benutzt die Muskulatur, ihr nutzt euer Kraftzentrum hier für die Bewegung. Und dann lasst den Kopf fallen, setzt die Knie ab, bringt die Hände auf die Fingerspitzen und tretet mit rechts nach vorne. Wir gehen direkt in den Lunge. Stellen erstmal sicher, dass der Fuß sicher unter dem Kniegelenk sich befindet. Und dann ziehen wir unser Kali Mudra wieder nach vorne, vielleicht die linken Zehen aufstellen. Einatmen, ziehen wir Kali Mudra kraftvoll Richtung Decke. Ausatmen, zieht die Hüfte nach hinten, bringt das Mudra an die Innenseite vom Oberschenkel. Einatmen, nach vorne öffnen. Ausatmen, jetzt das Mudra an die Außenseite vom Oberschenkel ziehen. Einatmen, nach oben ziehen. Ausatmen, Innenseite. Das könnte euer Wechsel sein. Einatmen, öffnen, ausatmen, Außenseite. Wenn das zu viel ist, bleibt das Bein gebeugt und ihr bewegt vielleicht nur die Arme. Ist auch eine Option. Ansonsten geht hier mit in die Streckung und in die Beugung vom Bein. Genau. Einatmen, setzt euch noch einmal tief. Nach drei Wiederholungen bleiben wir hier. Öffnen den Hüftbeuger, ziehen aber den Bauch wieder kraftvoll nach innen. Wir wollen ja unser Powerhouse, wie es im Pilates genannt wird, unser Kraftzentrum, ganz stabil halten hier. Öffnet dann langsam die Arme, macht Platz, setzt die Finger ab, atmet ein. Atmet aus, tretet zurück in alle Viere.
Hände auf der Matte, Knie auf der Matte, jede Bewegung, die euch jetzt gut tut, ganz frei, ganz weich auch wieder zwischendurch. Tretet mit dem linken Bein durch, klettert auf das linke Bein, schaut, dass ihr Platz habt mit dem Fuß. Und dann kommen wir wieder in Kali Mudra und schicken wieder die Zeigefinger Richtung Decke. Ausatmen, schiebt die Hüfte nach hinten, einatmen, Kali Mudra nach oben. Ausatmen, vielleicht das Mudra an die Außenseite ziehen. Und Teil von Satya, von dieser Wahrhaftigkeit, mit der wir heute arbeiten, bedeutet eben auch in dieser Bewegung ganz ehrlich mit euch selbst zu sein. Was funktioniert hier und was vielleicht auch nicht, was lasse ich heute lieber? Nach 3 Wiederholungen ganz eigenes Tempo, ganz eigene Version, kommt ihr an in eurem Lunge. Lasst euch Zeit, zieht die Finger nochmal kraftvoll nach oben, verlängert die Mitte, gebt euch Platz. Haltet kurz hier, atmet aus. Und dann öffnen wir ganz langsam die Arme zu beiden Seiten. Weiten uns in der Vorderseite. Fingerspitzen berühren die Matte. Und wir treten zurück. Kommt von hier aus in den Fersensitz. Setzt euch also auf den Fersen ab. Und von hier aus setzen wir uns links von den Fersen und bringen unser Schienbein nach vorne. Das nennt sich Deer Pose. Wir machen noch eine letzte kraftvolle Übung für unsere Mitte. Hände an die Hüften und wir drehen uns nach links und nach rechts. Also so ein kleiner Twist mit dem Oberkörper. Nach links, Ellbogen weit und nach rechts. Noch einmal twistet nach links und nach rechts. Hüfte dabei schwer, Zentrum ganz fest, Basis ganz fest und stabil. Ein bisschen Power Posing auch mit den Ellbogen hier. Und dann atmet aus, gönnt euch einen kurzen Moment Ruhe und überlegt, ob ihr vielleicht ein bisschen nach vorne wandern wollt hier in Hüftöffnung. Dann halten wir hier für einen kleinen Moment. Kopf schwer, Rückseite offen, Hüfte öffnet sich. Wir lassen die Kopfkrone mal Richtung Matte streben. Und kommen vielleicht wieder zurück zu dem Grund, warum wir heute das Video angeklickt haben. Warum machen wir heute Yoga? Welcher Gedanke hat für uns funktioniert? Richtet euch wieder auf, kommt vielleicht über den Fersensitz wieder auf die andere Seite, dieses Mal nach rechts. Ist eigentlich egal, auf welcher Seite ihr vorher wart. Ihr wollt jetzt das gegenüberliegende Schienbein nach vorne bringen, Hände an die Hüfte. Und wir beginnen wieder mit der Rotation. Ellbogen weit, Seite zur Seite. Rotieren wir mit den Ellbogen ganz weit, ganz kraftvoll, ganz offen, ganz stark. Stark unsere Wahrheit auszusprechen. Es ist keine große Bewegung, aber es ist eine kraftvolle Bewegung in der Mitte. Und dann lösen wir die Hände und kommen wieder auf die Unterarme. Lassen den Kopf fallen, werden hier nochmal kurz schwer, geben alles ab, was wir nicht brauchen. So ein bisschen auch die Idee von Satya, ist die Schichten, Schicht für Schicht zur Wahrheit zu dringen, das Unnötige abzustreifen, beim Wesentlichen anzukommen. Was bedeutet das für euch? Und dann beginnt langsam wieder nach oben zu klettern, kommt wieder an im Sitzen und findet hier jetzt auf eurem Weg einen bequemen Sitz. Wer möchte, kann auch hier direkt zum Liegen kommen, findet eine bequeme Position. Wir kommen noch einmal in Kali Mudra, wenn ihr die Position gefunden habt, und verlängern dann vom Herzen über den Kopf, egal ob im Sitzen oder Liegen, die Arme. Schließen vielleicht kurz mal die Augen und visualisieren uns vor unserem eigenen inneren Auge nochmal unsere Intention. Was soll in unserem Leben wahrhaftiger werden? Wo möchten wir
uns aufs Wesentliche konzentrieren? Wo brauchen wir hier vielleicht ein bisschen einen Powerschub, mehr Stärke, um unsere Wahrheit zu sprechen? Stellt euch das kurz vor eurem inneren Auge vor, malt euch ein Bild. Wo kann euch Satya zu Hilfe kommen? Die Idee von Wahrhaftigkeit. Und wenn ihr das manifestiert habt, zieht ihr langsam die Hände vors Herz zurück. Kommt in eure Entspannung im Sitzen oder im Liegen. Haltet ihr die Augen noch so lange geschlossen, zumindest für ein paar Atemzüge, bis die Muskeln schwerer werden, bis ihr euch selbst ein bisschen geistig und körperlich entspannter fühlt. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Namaste.